Was ist dein Problem, Mann? Oh. Ey! Freund, jetzt wollen wir ein bisschen mit dir spielen. Jetzt will ich wissen, wo du meine Drogen versteckt hast. Fick dich! So. Kommt der erste Versuch. Nein! Ey! Oh! 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 Feuer! Oh! Das sind meine Drogen! Oh! Ah, fick dich, Mann! Na dann. Kommt jetzt Versuch Nummer 2. Ey, nein! Hör auf damit! Ey! Ah! Ah! Ja, okay, okay, ist gut! Mann! So, wo sind meine Drogen? Ja, die sind hier ganz in der Nähe, Schillerstraße 87 im Garten. So. Wenn ich die Drogen nicht finde, dann komme ich wieder. Dann geht das Spielchen von vorne los. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst den Job suchen? Was? Moin Bro, du glaubst nicht, was mir gerade Lustiges passiert ist. Wow, krasser Scheiß. Und wo bist du jetzt? Auf der Flucht, aber ich glaube, der wird nicht mehr so schnell aufstehen. Gute Arbeit. Danke, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zu diesem Lukas. Ich hätte den Penner gerade fast gesehen, aber dann kam dieser Typ da. Und du glaubst Steffen aber echt? Nein, eigentlich nicht. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Ja, ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Alles klar, hau rein. Hey! Wer bist du denn? Wenn's drauf ankommt, dein schlimmster Albtraum. Es kann nicht sein, den schlimmsten Albtraum hatte ich gerade. Und von was träumst du, wenn du den Namen Lennart Schmidt hörst? An einen Typ mit einem verdammt langweiligen Namen. Jetzt mal ernst. Ich bin Fabi. Und mein Freund Lennart, der wurde vor kurzem erschossen. Und ich will auf eigener Faust herausfinden, wer das war. Wow, cool. So Bruce Willis-Style. Ja, so in etwa. Auf jeden Fall, seine Schwester bekommt die ganze Zeit Drohbriefe und mir wurde mitgeteilt, dass du das sein könntest. Wer behauptet das? Steffen. Steffen Nisselbach heißt er. Ach, Steffen. Das erklärt's. Ja, ach, immerhin kennst du den. Ja, den kenne ich nur zu gut. Das ist ein richtig falscher Mensch. Wir haben ständig Stress. Wieso? Ja, er behauptet gerne Sachen, die gar nicht stimmen. Dazu kommt, dass er so ein Quatsch faselt, dass man gar nicht checkt, was er meint. Also hast du mit dem Brief überhaupt nichts zu tun? Nein, habe ich nicht. Ich kenne nicht mal den Lippenstift. Lennart, er heißt Lennart und nicht Lippenstift. Den scheint es echt heftig getroffen zu haben. Erschossen und dann noch Drohbriefe. Echt heftig, Mann. Ey, wo willst du hin? Dieser verdammte Hurensohn. Gibt es schon was Neues wegen den Drohbriefen? Nein, ich bin mir jetzt so hundertprozentig sicher, dass Steffen nicht nur hinter den Drohbriefen steckt, sondern auch der Mörder von Lennart ist. Ich war gerade bei ihm und keiner war da. Krasser Scheiß, ey. Steffen kann doch schon nichts über alle Berge sein. Ja, eben. Ich könnte theoretisch mal versuchen, mich umzuhören, ob irgendjemand was mit ihm zu tun hat, um so herauszufinden, wo er sein könnte, aber ich kann dir nichts garantieren. Jens! Jens!
bin ich hier hingekommen? Ey, du bist wieder wach. Wurdest ja ganz schön mitgenommen. Ja, das weiß ich auch. Aber wie bin ich hier hingekommen? Selbst jetzt ist er noch skeptisch und scharfsinnig. Naja, nachdem ich mir am Telefon alles mit anhören musste und ich ja grob wusste, wo du warst, habe ich mich auf meinen Roller gesetzt und bin ich suchen gefahren. Also hast du mich gerettet? Ja, so könnte man es nennen. Soll das heißen, dass wir jetzt Freunde sind? Wenn du damit einverstanden bist? Naja, das wäre ich jetzt wohl schuldig, ne? Na dann komm mal, Freund, versuch dich aufzusetzen. Boah, ich war noch nie so glücklich, so zu sitzen. Hi, ich bin jetzt so schnell gekommen, wie ich konnte von der Arbeit. Wie geht's Ihnen denn? Alles bestens, Bro. Ja, da bin ich aber froh. Welcher Wichser war das jetzt? Ich weiß es nicht, der Typ war komplett maskiert. Und die Schläge so hart wie die waren, da kann es keine Frau gewesen sein. Jedenfalls tippe ich, dass es Steffen war, denn der war nicht zu Hause und so hatte der Zeit, im Wald rumzumarschieren. Und du musst das jetzt echt alles mit anhören? Ja, war echt nicht schön, aber es war gut, sonst hätten vielleicht gar keiner gefunden. Dann wäre ich draufgegangen. Ja, wahrscheinlich. Ach, komm mal raus, ich muss mit dir reden. Okay.